Hallo Angie. Hallo. Hi. Wir haben ja schon darüber geredet, dass wir ein Interview machen über das Stück. Und die Schalke hat uns ja schon ein bisschen was darüber erzählt. Aber, also über das Filmtheater. Kannst du uns denn noch ein bisschen was darüber erzählen? Also noch ein bisschen mehr? Soll ich das Mikro jetzt nehmen? Oder? Nee, das passt so. Okay. Also ich weiß jetzt nicht, was die Schalke erzählt hat. Theater ist mehr steht für eben Theater ist mehr. Darunter fällt eben das TIM-Theater, das ist die professionelle Bühne. Ich mache natürlich unter dem Begriff Theater ist mehr noch vieles mehr. Regiearbeiten für das Amateurtheater. Ich gebe diverse Kurse von diversen Schauspieltrainings, Präsentationstraining, bis hin auch, dass ich zum Beispiel eben auch Schüler vorbereite für die Aufnahmeprüfung für die Schauspielschule. Also diverses, dann müsstet ihr das mal sehen aus der Webseite. Und deswegen ist Theater ist mehr als der Oberbegriff, aber TIM-Theater ist eben das professionelle Theater, das eben auch im nächsten Jahr die Physika spielen wird. Alles klar. Die Schalke hat uns ja auch schon eine Inhaltswiedergabe gegeben von den Physikern, aber sagen wir so, sie ist kläglich gescheitert. Kannst du das denn besser? Okay, ich versuche es mal. Es ist nämlich gar nicht so einfach, so ein komplexes Stück so in ein paar Sätzen zu erklären. Aber ich versuche es. Also im Kern geht es um die drei Physiker, die aus unterschiedlichen Gründen sich als geisteskrank sich ausgeben. Zum einen ist da mal der Einstein, also der sich als Einstein ausgibt. Der andere gibt sich als Newton aus. Und der dritte Physiker ist eben der Möbius, der nicht sich als verrückt ausgibt, aber der behauptet, ihm erscheine der König Salomo. Und dieser Möbius hat ja auch die Weltformel entdeckt und Möbius glaubt eben, dass diese Weltformel in der Irrenanstalt sicher ist. Alle drei erdrosseln ihre Krankenschwester und deswegen nimmt der Inspektor Voss die Ermittlungen auf, aber die Morde bleiben unbestraft. Und Dürrenmatt schafft es wirklich ganz geschickt, die Zuschauer von einer überraschenden Wende zur nächsten zu katapultieren. Und ich würde jetzt auch ganz ungern diese ganzen Überraschungen bekannt geben, denn wenn jemand das Stück jetzt noch nicht so kennt, rechnet er nicht damit, dass das Stück so ausgeht, wie es ausgeht. Da sind wir mal gespannt. Ja. Kannst du uns die einzelnen Arbeitsschritte in der Regie erzählen? Okay. Das Erste, was ein Regisseur macht, in dem Falle jetzt im TIM-Theater, habe ich ja die Freiheit, dass ich mein Stück mir selber aussuchen kann. Wenn ich das Stück jetzt habe, wie zum Beispiel die Physiker, mache ich mir inhaltliche und dramaturgische Gedanken, wie ich das auf die Bühne umsetzen will. Dann erfolgen Gespräche mit dem Bühnenbildner, mit der Dramaturgin. Dann schreibe ich die dramaturgische Fassung. Das wird natürlich dann Korrektur gelesen von der Dramaturgin. Und dann mache ich mir Gedanken, wer was spielen könnte. Dann erfolgt ein Casting mit den Schauspielern und dann fängt der spannende Probenprozess an. Warum inszenierst du dann eigentlich die Physiker? Das Stück ist meines Erachtens brandaktuell. Ihr müsst ja nun mal in die Ukraine schauen. Also ich denke mir, dass die Welt heute mit einem neuen Kalten Krieg eventuell konfrontiert wird. Das heißt, du inszenierst das Stück, weil du Angst vor der Zukunft hast? Also wenn ich ehrlich bin, habe ich schon ein wenig Angst manchmal vor der Zukunft, weil ich mir manchmal echt denke, mein Gott, das geht alles so rasant schnell, alles entwickelt sich so rasant schnell in der Wissenschaft, in der Technologie. Und wenn man jetzt auch gerade auf die Atombombe guckt, dann ist natürlich auch kein Abrüsten in Sicht, sondern eher ein militärisches Aufrüsten. Und die Atombombe ist nun mal das Instrument, das die Erde nicht nur einmal vernichten kann, sondern zigtausendmal. Und das kann einem schon ja nach wie vor Angst machen. Das klingt ja alles ziemlich düster. Wird es dann ein düsterer Theaterabend? Nein, also bei mir auf keinen Fall. Ich finde, umso düsterer das Stück ist oder die Thematik ist, umso komödiantischer muss man es bedienen und auch beleuchten. Ich war ja bis jetzt schon bei Besuch der alten Dame und Biedermann und die Brandstifte. Während Besuch der alten Dame noch eine andere Bühne war. Also Biedermann und die Brandstifte ist das erste Stück auch vom TIM-Theater. Genau. Da habe ich schon bei beiden Stücken zugeschaut. Okay. Und mir ist aufgefallen, dass du ziemlich oft den Zeitgeist der Jugend triffst. Ist das Absicht? Nein. Eigentlich nicht vordergründig. Ich glaube, das ergibt sich daraus, dass ich natürlich immer den aktuellen Bezug eines Stückes herausarbeite. Das ist, finde ich, sehr spannend und ich möchte natürlich die Menschen zum Nachdenken bewegen, aber vordergründig ist das jetzt nicht meine Absicht. Es ergibt sich auch manchmal aus Gesprächen mit Jugendlichen, dass ich sage, oh,
Zum Beispiel hat mir letztes Mal die Lea Schott gesagt, dieses I'm Happy Song, das ist so der Mama Song. Und das führt mich dann auf Ideen. Ja? Also das ergibt sich manchmal, ja, aber es ist jetzt nicht vordergründig meine Absicht. Wenn ich jetzt zum Beispiel an Besuch der alten Dame denke oder an Biedermann, dann ist ja deine Absicht eigentlich, dass man erst nach dem Stück anfängt zu denken, oder? Also ja, wirklich darüber nachzudenken. Also wirklich, ja, also natürlich empfindet es jeder anders. Man, der eine Zuschauer denkt natürlich schon während dem Stück nach, aber es stimmt schon, dass ich eigentlich so inszeniere, dass man während dem Stück sehr viel lachen kann und dass das Nachdenken eigentlich nach dem Stück eintritt. Und wenn es eintritt, dann fühle ich mich sehr, sehr glücklich, wenn das mir Leute erzählen, dass es auch wirklich nachgewirkt hat. Also das ist eigentlich mein Ziel, dass Theater nachwirkt. Johannes, der ja den Einstein spielt, der hat uns ja das Stück anhand einer Sinusformel erklärt. Schau dir das doch bitte mal kurz an. Ja, das ist eben unser Einstein. fand ich auch sehr spannend, wie er das erklärt hat. Also ich kapiere das auch nicht. Also ich bin ja auch an einem naturwissenschaftlichen Gymnasium, aber ich check gar nichts. Also ich bin mal gespannt, was euer Physiklehrer dazu sagt. Ob das so geht, es wäre mal ganz spannend, Theater so zu erklären. Also für euch ist es ja, ich meine, ihr nehmt es ja im Deutschunterricht durch. Dramentheoretisch kann ich jetzt dazu sagen, dass es sich um ein offenes und um ein geschlossenes, offenes und um ein geschlossenes Drama handelt. Ist die Erkenntnis dann für dich eigentlich so wichtig? Also dass es sich um ein geschlossenes und um ein offenes Drama handelt? Also alle Erkenntnisse sind für die Regie wichtig, ja. Aber natürlich jetzt nicht so unbedingt jetzt in der Regieumsetzung unbedingt vordergründig. Da macht man sich dann eher Gedanken um die Höhepunkte, Wendepunkte, Brüche, in welchen Rhythmus setze ich das Stück, welche Dynamisierung gebe ich es, wie bediene ich das Stück. Also das ist dann eher natürlich vordergründig. Aber wie schon gesagt, alle Erkenntnisse führen zur Umsetzung des Stückes. Ja, klar. Also Newton und Einstein haben wir ja schon kennengelernt und uns ist aufgefallen, dass die relativ jung besetzt sind. Richtig. Warum eigentlich? Weil die beiden für mich die Prototypen der jungen, hochbegabten Generation sind. Findest du nicht, sie sollten Perücken tragen? Nee, also ich persönlich muss sagen, natürlich ist es klar, warum der Dürrenmatt es auch so beschrieben hat, weil sie geben sich ja als Einstein und Newton aus und natürlich dann schlüpft man in die Rolle und dann zieht man natürlich auch so eine Perücke an. Aber ich finde erstens mal die Idee ziemlich abgelutscht. Also wenn ich in Inszenierungen sehe, dann schon wieder die Perücken sehe, dann kriege ich schon wieder, ich kann sie nicht mehr sehen. Und dann habe ich mir Gedanken gemacht, muss es denn wirklich sein? Und ich denke mir, nein, es muss nicht sein. Sondern für mich ist wichtig, Einstein, also die beiden halten sich wirklich für Einstein und Newton. Was die anhaben, ist, glaube ich, nicht unbedingt sehr wichtig. Sie müssen die innere Haltung von den beiden Figuren bekommen. Ja? Sie müssen sich natürlich sehr mit der Figur sich auseinandergesetzt haben, aber Perücken tragen unbedingt, ich denke mir, das muss nicht sein, nein. Und was genau hast du dir dann darunter vorgestellt? Also wie sie sich anziehen, welches Kostüm sie vielleicht tragen? Ja, also nachdem ja, das eben die Prototypen der jungen, hochbegabten Generation ist, würde ich sagen, habe ich mir so überlegt, dass der Newton wahrscheinlich so als Nerd angelegt wird und der Einstein als Frauenheld, weil Einstein war ja seinerzeit ein richtiger Frauenheld. Das wissen ja zum Beispiel auch die wenigsten und das finde ich dann immer spannend. Ich würde auch voll gerne bei den Proben vorbeischauen. Geht das für Schüler? Ja, klar, gerne. Muss mit deiner Lehrkraft halt reden und die macht dann einen Termin mit mir aus und mir eine Mail schreiben dann. Die Mailadresse ist ja auch auf der Website. Das ist www.theateristmehr.de und da seht ihr dann auch die Mailadresse. Okay. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ins Theater dann gehe, in das Stück, kann ich dann nach dem Stück auch mit den Schauspielern reden über das Stück? Geht das? Ja, das geht. Wir machen eigentlich immer Nachbesprechungen mit den Schülern. Ich bin dann meistens auch dabei. Und in den Schulen selber, wollte ich auch dazu sagen, also wenn ich jetzt in die Schulen gehe, dann biete ich theaterpädagogische Workshops auch an. Also ich kann auch die Schüler auf den Theaterbesuch theaterpädagogisch vorbereiten. Dazu gehe ich dann eben auch in die Schulen rein. Vielleicht auch mit Einstein mal oder so. Das wäre ja echt spannend. Ja, mit Einstein wird es auch bestimmt sehr viel Spaß machen mit den beiden. Die sind ja immer, haben ja, die sind echt ganz gut witzige drauf. Ideen. Ja, aber auch unser Möbius ist auch, also eigentlich alle meine Schauspieler sind, also wir sind eigentlich schon ein tolles Ensemble. Ich freue mich schon sehr. Wir auch. Ja.
Hast du denn noch einen Schlusssatz für uns? Die letzten Worte. Die letzten Worte. Die letzten Worte des Interviews. Theater ist mehr und was einmal gedacht worden ist, kann nicht mehr zurückgenommen werden. Wow, Punkt. In sehr dem weise. Sinne. Hat Dürrenmatt gesagt. Na dann, danke für das Interview. Ja, danke schön. Ja, danke euch auch.